Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stray. Wir sind im letzten Part hier stehen geblieben, wieder ein sehr kurzer Part, relativ kurz für unsere Verhältnisse. Wir sind im Gefängnis, haben wir uns eigentlich schon wieder unseren Bot geholt und Clementine befreit. Ich schätze mal, wir sind kurz vorm Ende. I don't know, ich hoffe, wir kommen gleich raus. Alright. Hier war extrem harte Sicherheitsvorkehrungen und es war nicht sehr leicht, im letzten Part hier überall durchzukommen. Kommen wir hier durch? Vielleicht müssen wir irgendwas machen. Ah, fürs Gitter. Draufwerfen, oder was? Ah. Geh für oben. Ich dachte, du würdest einfach das kaputt schlagen. Okay, süß. Ja, nice. Mehr von sowas. Warum hat mich das Spiel 2 Stunden lang am Anfang nur irgendwie durch die Gegend hüppen lassen und Sachen einsammeln lassen? Das hier ist viel geiler. Okay. Ich guck, dass wir hier manchmal noch so ein paar Erinnerungen finden oder so, aber... Wie wir im letzten Part schon gesehen haben, war das bereits die vorletzte oder so, die wir finden konnten. Also anscheinend. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und dort einzusperren. Okay, alright. Ja, sieht er noch aus. Das ist der Typ da drüben auf dem Boden. Er wurde neu gebootet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Pablo. Oh. Dieses Genesungszentrum hat mir sehr gut getan. Mein Geist ist klar und rein. Ich bin jetzt ein vorbildlicher Bürger. Wir haben uns eingeschlossen. Ich weiß nicht, was das gebracht hat, aber wir haben uns eingeschlossen. Ah, ich muss das Ding hier reinlocken. Okay. Oh, das wird challenging. Okay, nice. Sehr gut. Bitte sag mir, dass es da dann rausgeht, Alter. Dieser ganze Gefängnisabschnitt ist nicht gut für uns. Ich meine, wir haben die Batterie, wir haben alles, was wir brauchen, um jetzt an die Oberfläche zu kommen. Sorry für das ganze Muten die ganze Zeit. Mein Hals macht es nicht so gut mit. Oh. Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt.
Das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Na, okay, letzte Erinnerung, schätze ich mal. Wir haben 70%. Das ist nicht schlecht für den ersten Playthrough. Drüben auch noch Zellen. Oh nein, wir müssen beide hier reinkriegen. Oh fuck. Okay, wie machen wir das jetzt am blödesten? Das ist schwer. Okay, wir müssen es ganz direkt versuchen. Okay, mit den Leuten reden wir gleich. Das war derbe. Gut gemacht, du hast die Wächter eingesperrt. Wir müssen uns die Wacht zurückholen. Oh, jetzt kommen sie alle, oder was? Die fragen sich jetzt auch, hä? Was? Wir können hier gleich durch. Ja, wenn wir jetzt hier aufbegehren können und einen Massenausbruch starten, das wäre schon cool. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie vom Kontrollraum dort aus öffnen. Aber wir müssen einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Okay. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie... Ja, okay. Von dort aus öffnen. Ja, easy. Ich brauche nur noch mal deine Hilfe. Kommst du? Okay, sie schaut sich auch nochmal um. Würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwo noch die Zugs sind. Wir haben Glück, dass sie Schlüssel in der Tür stecken, dass sie die Tür in der Schlüssel stecken lassen, richtig. Wenn du die Ladefläche des Lasters, du solltest in der Lage sein, über die Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Ich kann auch einfach wieder auf seinen Kopf springen. Aber cool, wir haben gleich einen fahrbaren Untersatz. Alter. Wasser. Irgendwie finde ich diesen kleinen Gang, so klein der auch sein mag, beunruhigender als alles, was ich in den letzten 30 Minuten gesehen habe.
Ja, ich weiß jetzt auch warum. Oh Gott, schon wieder spät. Ich bin nicht. Shit, war ich zu langsam? Kacke einfach auf die Ladefläche. Wir werden es auf keinen Fall schaffen, wenn es die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwärter steht, sie müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich habe das geschrieben. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Oh, U-Bahn-Schlüssel. Geh jetzt. Ich behalte dich in meinem Erinnerungsspeicher, kleine Außenwelt. Ja, aber wenn sie dich löschen, dann war's das. Das ist halt die Sache, wir kommen halt von der Außenwelt. Ne? Oh, und jetzt ist die komplette Stadt nicht mehr zugänglich für uns. Alles, wo wir hier waren. Ja. Zurück in die U-Bahn. Wo nutze ich jetzt den U-Bahn-Schlüssel? Doch vorne, oder? Aber irgendwie kann ich ja nichts machen. Ich hätte auch gedacht, hier drüben, aber... Ja, sad, ich mochte sie. Vor allem, weil sie die einzige war, die uns zwar immer geholfen hat. Oder ist unten irgendwo ein Steuerungszentrum? Ist hier irgendwas? Ach, dafür brauchten wir die Batterie. Okay. Ich wollte schon sagen, sie hatte doch die ganze Zeit den Schlüssel. Warum ist sie nicht abgehauen? Sie kam nie in die Fabrik rein. Ah, okay. Jetzt macht's Sinn. Ah, der Stadtabschnitt war nicht schlecht. Okay. Ich schätze mal, jetzt beginnt das Finale. Hat lang gedauert. Sind wir da? Sind wir draußen? Es hat sich angehört, als würden Leute schreien. What the fuck? Hallo, wie kann ich dir helfen? Ey, du solltest dich mal fragen, warum hier ein Zug fährt. Hier ist seit Jahren keiner mehr gefahren.
Und der kehrt hier. Exit. Exit 8. Nein. Okay, das scheint wirklich jetzt die oberste Teil der Stadt zu sein, oder? Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Okay. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sei vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Nice. Ja, jetzt hinterlassen wir wirklich Abdrücke. Was zum Geier? Oh, die sind wirklich ganz oben. City sealed. Der größte Bewohner der Mauerstadt 99, diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Okay, es sind wirklich alles Bots. Die haben kaum eine Persönlichkeit. Die wurden darauf... Ne, die sind wahrscheinlich darauf programmiert, den Bereich hier zu pflegen. Ne? Hallo, wie kann ich dir helfen? Also diese komplett clean Area, nach diesem Neon-Verdreckten, was wir die ganze Zeit hatten. Ja, da waren wir ganz unten. Dann gab es den höheren Teil der Stadt. Und jetzt sind wir wirklich ganz oben. Aber von wo kommen wir? Wir sind runtergefallen, ne? Hallo, meine derzeitige Aufgabe lautet Fenster putzen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Da ist der riesige Turm mit den Zirks, ne? Eieiei. Ich weiß nicht, ob wir die nochmal sehen werden. Ich schätze mal. Haben wir unser Licht noch? Okay. Hallo, die Stadt wurde zu deiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an einen Zirk. Ja, okay. Ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung, Sicherheitsprotokoll. Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Kann ich hier irgendwo rein, die Räume? Nichts machen? Oh, come on. Ja, ich wollte schon sagen, gib ihm. Ah, wir waren nicht schnell genug. Ich dachte halt irgendwie nur Dreieck. Der hat aber auch immer sofort abgebrochen. So, zack. Nice. Kann ich unser Gerät wiederholen? Nee. Ah, nee, wir kommen durch. Das ist der Kontrollraum für die Kanzlerstadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert und er ist leer. Ich weiß noch, wie sehr sie... Wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles. Sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit. Aber es hat ihnen wenig genützt.
Die Plage, ich erinnere mich jetzt. Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Dazu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Ich werde mal kurz gucken. Letzte große Erinnerung. Okay, ich werde mal kurz gucken. Wow. Ich kann mich schnell umdrehen, indem ich das Touchpad berühre. Nice. Wie lange wir schon aufnehmen? Eine Sekunde. Okay, 20 Minuten. Das ist wenig. Die Sache ist ja, wir wollen ja nur zu den anderen zurück, ne? Zu unseren Freunden. Was er macht, kann uns eigentlich... Scheiße, so gut wie egal sein. Kann ich in den Müll einfach springen? Nee. Okay, aber wenn hier wirklich noch... Nee, Menschen werden nicht mehr im Leben sein. Es ist ewig Zeit vergangen. Also die werden doch allein vom Alter, sollte hier niemand mehr am Leben sein. Das ist der Hauptcomputer. Um großartig danach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abriegelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Die Computer erhalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Wenn du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Okay, letzte Aufgabe. Wir müssen auf die Tastatur und alles anmachen. Okay, get it. Simple but easy. Geklappt, gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Ich dachte schon, ich muss das eine bestimmte Kombination machen, aber es hat keinen Sinn gemacht. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendetwas stimmt hier nicht. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Oh, wir können Licht reinlassen. Doch nicht. Das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Hier? Irgendwas, was wir demolieren können. Da hinten scheint es was zu geben. Ah. Gib ihm. Jetzt wird er keinen Stromschlag kriegen, ne? Aber ja, das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Nein, wir müssen weitermachen. Ja, schnell. Aber hier können eh nur Menschen rein. Die Bots werden uns nicht aufhalten können.
Das habe ich schon das ganze Spiel über gemacht. Ja, keine Sorge, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Ja, aber du scheinst. Es scheint so, als würdest du das nicht mehr lange aushalten. Na, das ist nicht gut. Ich frage, wo ist die letzte Station? Ach, da hinten. Kann ich hier was stimulieren? Werden wir beobachtet? Ja. Warte mal. Kann ich hier rüber? Ja, aber wo soll ich denn hier was Schrotte machen? Nein. Vielleicht der Stuhl? Das ist schwer. Gott, hier oben drin. Er muss sich halt mit den Dingern verbinden, um den Strom zu geben. Oh, fuck. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut. Es wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation. Wir können diesen Alarm ausschalten. Drauf gehen bei der ganzen Scheiße. Das war's, wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich hab dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde, mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt aller Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung an der Menschheit bewahren, um in der Vergangenheit, was? Um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm. Lass mich dir das abnehmen. Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir.
genießen wir das noch ein bisschen, bis das Ding voll aufgeht. Ja, ich weiß nicht. Ich hänge nicht so sehr an unserem, am Dock oder halt am B12, wie Kang das Spiel jetzt halt, ne, einem glauben machen wäre alles gut. Er war unser Gefährte, er war unser Companion, unser einziger Freund hier, zusammen dann am Ende mit Clementine und halt den anderen Gefährten. Ach du Scheiße. Okay, die Zugs sind durchs Licht gestorben und die Bots wurden deaktiviert. Ja, aber er war ein guter Freund. Wenn er jetzt wirklich gern ist, dann tut es mir wirklich ein bisschen leid. Wir hätten gern zusammen die Oberfläche. Ja, wäre cool, wenn wir sie beide gesehen hätten. Jetzt ist die Frage halt, was erwartet uns außerhalb der Welt hier? Ich meine an sich, wir sind komplett runtergefallen. Wir sind die komplette Ebene runtergefallen. Hier hinter wird ja einfach nichts, also hinter werden ja auch ein Haufen Ruinen sein, ein Haufen Grün, das wissen wir ja, wir waren ja mit den anderen Katzen dort. Hinter dieser riesigen Mauer. Na. Diese riesige Mauer ist halt auch vieles kaputt. Okay, wir haben keinen Gürtel mehr, wir haben ihn nicht mehr. Ich hätte ihn gerne mitgenommen, aber ich konnte nicht. Ah ne, wir können gar nicht mehr mit denen reden. Shit. Und die Tür muss seit Jahren zu gewesen. Scheiße. Oh. Okay. Absolviere das Spiel und öffne die Tür. Wahrscheinlich gibt es mehrere Enden. Okay. Wir sind durch mit Stray. Oha. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt gucken, ob man jetzt während dem Ende nochmal miauen kann. Nochmal miau zur Kamera. Aber nee, das war's anscheinend. Okay, Bewertung. Wir haben sehr lange gebraucht, um das Spiel abzuschließen. Ich muss auch sagen, der zweite Teil des Spiels ist deutlich besser als der erste. Vor allem, weil es werden viel mehr bessere Konzepte reingebracht. Es werden Charaktere reingebracht, die interessant sind. Du verstehst das ganze Konzept von, denn mittlerweile, du helfst den Leuten jetzt. Du gehst eine Ebene höher, immer bis zur nächsten, bis du ganz oben bist. Sag ich mal so, ab dem Moment, wo du irgendwie diesen Strahl da bekommen hast, um die Zurks zu erledigen und du dann halt, keine Ahnung, in deren Hauptbase quasi gehst und dann halt ab da wurde es besser, weil die Konzepte wurden cooler, aus meiner Sicht auch die Animationen und die Charaktere interessanter. Aber jetzt mal an sich, was viele halt auch gesagt haben, wo ich mich der Meinung auch anschließe, dieses Spiel wäre nicht so besonders, wenn es keine Katze in sich hätte. Wenn es kein Katzenspiel wäre, wäre es ein
durchschnittliches Game mit solider Grafik, aber auch nichts Großartiges. Ich meine, wir haben es auf 1080p gespielt, aber auch manches sah hier ziemlich, ja, nur durchschnittlich aus von der Grafik. Würdet ihr es natürlich auf einer Konsole oder auf einem 4K-PC spielen? Großartig, absolut geil. Lichteffekte sind cool, Animationen sind cool. Und die Katze sieht cute aus, all das. Ja, aber so viel bietet das Spiel jetzt nicht. Gut. Gehen wir auf die Story ein. Die Story ist halt einfach, ich schätze mal, dass sich viele Menschen diese Roboter hochgeladen haben oder dass halt wirklich einfach KIs sind. Der Professor, der war lange Zeit, der konnte von Ebene zu Ebene gehen, der war also nicht nur auf eine Ebene gelockt, hat sich dann am Ende aber in diesen Roboter hochgeladen, in sein PC. Okay, wir kommen von der Außenwelt. Wir haben es ja gesehen von draußen mit den anderen Katzen. Ich schätze mal, wir werden uns jetzt auf die Suche nach unseren Freunden begeben. Ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass wir sie finden werden. Wir hatten ja anscheinend eine feste Location, wo wir gewohnt haben. Ja, die Story ist für das Game völlig okay. Völlig okay. Es ist mehr das Gameplay und alles andere, was es trägt. Absolut völlig okay. Alright. Hört mal eine Sekunde. Okay. Gut, ich habe mal die Lautstärke ein bisschen runtergedreht. Ja, es ist okay, von der Story her ist es okay. Es ist absolut solide, nichts Großartiges, nichts Ultra-Heftiges. Es sind halt Roboter-Charaktere, du hängst an niemandem richtig krass, außer ich am Ende Clementine, weil die hat mutig war, heftig. Uns auch mal wirklich was geholfen hat. Dieser Blazer-Typ da war Klischee-Bösewicht, war okay. B12. Ja, war halt auch einfach nur ein Bot am Ende, muss man sagen. Er hatte zwar einen menschlichen Verstand, aber großartig Charakter hatte er auch nicht. Ist okay. Wir waren halt die Katze. Ne? Fertig. Okay, Story abgehakt. Gameplay. Das Gameplay ist genug für das Spiel. No. Genug für das Spiel, die. Ach du Scheiße, Alter. Die ganze Zeit. Aber es ist am Ende halt auch viel. Warte, dass ein Button erscheint, drücke X, drücke oh, ich muss jetzt hier irgendwie hinspringen. Oh, ich muss jetzt irgendwie das und das Rätsel machen. Ah, da erscheint eine Taste über dem Gegenstand. Jetzt weiß ich, damit kann ich interagieren und so weiter. Du hast manchmal ein paar Momente, wo du logisch denken musst, beispielsweise bei dem Roboter einschließen oder bei der Batterie, wo ich kurz hing oder keine Ahnung. Du musst irgendwelche Gegenstände in der Wohnung finden, da bei Clementine die Hinweise oder so. Das ist absolut, sowas ist besser. Als einfach nur, geh irgendwo hin, sammle ein Item ein, dann bring's zurück. Und deswegen hat mich am Ende auch, also am Anfang auch fertig gemacht. Ich meine, das war auch wichtig für die Story. Vielleicht war ich da auch noch nicht so drin im Game. Aber ich finde, dass der Einstieg mit der Stadt auch, finde den Typen, finde die Person, finde die und die. Mache das und das für die. Aktiviere den Sender, lauf nochmal durch die Stadt. Das hat sich so gezogen und das hat so genervt. Meine Fresse. Das Gameplay. Ist nichts Herausragendes, aber es ist auch nicht so, dass es dich krass nervt. Es ist völlig durchschnittlich. Vieles an dem Spiel kannst du als durchschnittlich oder als okay bezeichnen. Das Spiel lebt halt von dem Katzen-Setting und von diesem Future-Setting und von der halbwegs ganz guten Grafik. Soundtrack. Soundtrack ist okay. Soundtrack finde ich sehr gut. Ich mochte den Soundtrack, so simpel er war. Es gab seine paar ikonischen Tracks, die immer wieder gespielt haben, wenn es emotional wurde. Auch der Action-Soundtrack am Ende. Völlig gut. Auch manchmal hatte das Spiel Momente wie eben in der Stadt, wo absolut keine Mucke gespielt hat, wo du diesen Kontrast hattest von einer absolut dreckigen Stadt, einer U-Bahn, die plötzlich funktioniert und dann. Oh, mein Hals. Und dann sind da ein Haufen Roboter, dieses erdrückende Weiß. Du wusstest, da waren Forscher ganz oben, die dachten, sie stehen über alles. Sie haben die Kontrolle über das Tor und über diese ganze Ebene und die Ebenen drunter. Also da hat der Soundtrack schon echt was Gutes mit reingebracht. Manchmal, ne, auch mit dem Turm, mit den Zorks und alles. Nice. Gut, vielleicht wollen wir das Kämpfen und die Gegner als Einzelnes machen. Ich finde es schade, dass die Zorks nicht mehr behandelt wurden. Ich meine, wir waren in deren Hochburg quasi. Überall die Augen
diese Münder, die Eier und alles, du wusstest, das hat eine organische Lebensform und die werden auch nicht von einem auf den anderen Tag jetzt verschwinden, aber wir sind halt auch mal von ihnen weggerannt. Die sahen ein bisschen, aus meiner Sicht sahen die ein bisschen zu süß aus oft. Ich meine, ja, das waren auch böse Monster, die ich fucking fressen und ihr Material da verwandeln. Aber ich hätte mir so ein bisschen Little Nightmares 2 Ende gewünscht. Auch ein bisschen Little Nightmares 2 Atmosphäre, ne? Da war ja auch dieser ganze organische Kram. Ein bisschen schade. Die Gegner, das sind sehr cute geblieben. Vieles im Spiel ist sehr cute. Nicht so manchmal dieses Ernsthafte, was es hätte haben können. Oh, ja, okay, gut. Ist nur meine Meinung. Okay. Effekte und Cutscenes. Als einziges wollen wir das noch nehmen. Effekte und Cutscenes sind okay. Das Spiel hat relativ wenig, glaube ich, Cutscenes. Ne, immer wenn irgendwelche Events sind, aber dann hast du irgendwie eine Stunde Gameplay und dann gibt es wieder was. Ist okay, tut ihm keinen Abbruch. Ist absolut okay. Auch die Übergänge von Cutscenes immer dann zum Spiel hat was. Effekte sind schön, wie gesagt, mir gefallen die Lichteffekte und wie alles aufgebaut ist im Spiel. Die Stadt war dann der riesige Banger, der krasse Höhepunkt. Ja. Es ist auch ein bisschen schwer, die Bewertung zu machen. Es ist lange Zeit her, dass wir den Anfang gespielt haben. Sehr lange Zeit. Was wollen wir von der Endbewertung geben? Ich weiß gar nicht, das Spiel ist auch relativ klein im Vergleich mit anderen Spielen, die wir jetzt gespielt haben, mit Riesenbewertungen. Wir haben alles abgehandelt. Was gebe ich dem Game? Ich gebe dem Game eine eine 7,5. Eine 7,5 ist aus meiner Sicht eine solide Note. Weil, wie schon gesagt, es ist ein Spiel, wo das Katzensetting alles trägt. Würdest du als Mensch hier durchlaufen, würdest du am Ende auch nur sagen, ja, es ist halt einfach, oder halt selber als Bot durchlaufen, der keine Ahnung, seine Erinnerung verloren hat oder so, würdest du am Ende auch nur sagen, ja, es ist ein Durchschnittsgame mit nicht krasser Mechanik oder so. Aber das Katzensetting hat's getragen, das ist. Oh, keine Mucke mehr, schade. Das ist das Ausschlaggebende. Gameplay ist nicht großartig innovativ, Rätsel sind's nicht. Ist halt einfach, wie Undertale auch vom Gameplay nichts Besonderes war, aber das geile Setting und die relativ gute Story hatte und das dann halt getragen hat, hatte Stray auch eine coole Idee, hatte auch einen coolen Ansatz, aber ich finde, es hat nicht alles getragen, was es hätte tragen müssen, um es zu einem besseren Game zu machen. Um es wirklich zu einem Meisterwerk, zu einem 10 von 10 Spiel zu machen, hätte viel mehr reingemusst, hätte viel bessere Ideen reingemusst. Es ist ein Game für Adventurer, die coole Atmosphäre wollen, die auch Katzen mögen, na klar. Und die generell dieses Feeling, so Cyberpunk-Roboter-Feeling mit diesem Urban hier mögen, für die ist das was. Ich bin froh, dass wir das Projekt endlich zu Ende haben. Am Ende hat es mir mit am meisten gefallen, weil ich interessiert war. Ich wollte sehen, was passiert. Ich wollte mehr von der Welt sehen irgendwie. Es war eigentlich auch immer, du gehst in einen Bereich, dann hackst du den Bereich noch wesentlich eine Stunde ab. Das Gefängnis hier jetzt war sehr cool, sehr nice, weil es auch ein bisschen challenging war. I like it. Eine 7,5 von 10, das gebe ich. Ich würde sagen, das wäre es mit dem Game. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt sind wir endlich nach sehr langer Zeit durch mit Stray. Bis zum nächsten Projekt. Ciao.